Ja, hallo und herzlich willkommen zur letzten Aufnahme bzw. zum letzten Part von God of War 4 und das am 13.07.2019. Ja, wir haben jetzt echt viel, viel gefarmt, viel aufgerüstet und viel auch stärker gemacht und ich bin jetzt zum Rat der Valkyrien gegangen, hab die dann offscreen besiegt und jetzt kann ich sie finishen. Und das war die letzte Valkyrie. Viel Spaß damit. Danke, Freunde. Ihr habt die Walküren gerettet. Sigrun, wie ist das passiert? Mimir, bist du das? Du wurdest befreit, aber... Freiheit hat ihren Preis, Werteste. Das ist wahr. Zahllose Winter haben wir dem Allvater gedient. Doch erst durch seine Heirat mit der Königin konnten wir einen Hauch von Freiheit kosten. Du bist doch die Königin. Es gibt nur eine Walkürenkönigin, die Göttin Freya. Als Odin ihr die Flügel ausriss, übernahm ich ihr Amt. Doch das war nicht genug für den Allvater. Mit Hilfe einer uralten Magie machte er meine Schwestern böse. Ich wollte Schlimmeres verhindern, indem ich sie dort einsperrte, wo sie niemandem schaden konnten. Doch bald verlor auch ich mich. Sigrun, es tut mir leid, dass ich so nutzlos war. Ich hätte etwas tun können oder es zumindest versuchen. Was hast du jetzt vor? Ich muss mich mit meinen Schwestern vereinen. Gemeinsam können wir die Welten ins Gleichgewicht bringen. Der ewige Segen der Walküren ist euch sicher. Es scheint dich nicht sehr zu freuen. Es ist schwer, sich über irgendetwas zu freuen, wenn man nur einen Kopf isst. Es freut mich. Dass wir die Valkyrie befreien konnten. Aber so vieles hätte verhindert werden können, wenn nur... Du hast es selbst gesagt, Kopf. Es macht keinen Unterschied mehr. Vergangenheit ist vorbei. Aus deinem Mund klingt das ja geradezu erfreulich. Ich bin guter Laune. Die Zwerge werden diesen Helm brauchen können. Dein Vater hat nichts als sein Ziel vor Augen, was? Jedenfalls. So, damit haben wir alle Valkyren besiegt. Ja, ich musste das offscreen machen, also ich wollte euch nicht nochmal den Kampf antun. Ihr habt das ja schon einmal gesehen und... Ja, wir haben es geschafft. Es fehlt zwar die Normandie-Truhe, wo auch immer die ist. Ich habe absolut keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Aber, wir gehen jetzt mal zu Sindri und Brok. Das habe ich jetzt zumindest vor. Na jetzt, will ich zumindest die letzte Truhe holen, wenn ich überhaupt verstanden habe, wie. Das ist nämlich ein geheimer Zwergenauftrag und wenn wir den nämlich bekommen, kriegen wir nämlich eine bessere Axt. Ja, das habe ich zumindest vor. Erklär uns das, Kopf. Oder bist du wieder verhext? Keineswegs! Freya war einst Königin der Walküren. Zu ihrer Hochzeit bekam sie die Aufsicht über die Walküren. Als mächtige Warnengöttin verehrten sie sie. Wie sehr, war mir bislang nicht klar. Dann mal an die Arbeit. Das beheben. Jetzt könnt ihr die Axt keinen Ärger mehr machen. Das hält den Ärger mehr.
das etwa schon alles? So, ich frage mich, wie man die letzte Normtruhe wird. Ja, das schon. Aber jetzt mal so mein Fazit zum Spiel. Ich muss sagen, storytechnisch haben sie es gut umgesetzt, meiner Meinung nach. Und haben die Story ja so aufgebaut, ja, dass Vater und Sohn ja in den Kämpfen und in den ganzen Farmen... Nochmal. Die haben das ja in der Story so aufgebaut, dass halt in den Kämpfen Vater und Sohn ja agieren müssen. Halt gegen viele Gegner, auch gegen Bosse und so. Und das haben sie echt gut umgesetzt. Auch schon, da wollte man halt die Vater-Sohn-Beziehung damit aufbauen, finde ich. Und halt auch, ja, diese sammelbare Scheiße finde ich unnötig im Open World, finde ich, meiner Meinung nach. Ich finde, man hätte ein ganz normales God of War machen können, so wie die Vorgänger. Da fand ich die Vorgänger besser, praktischer, von der Umsetzung her. Aber die haben ja echt Mühe reingesteckt, viel, viel versucht zu verbessern, zu zeigen von dem Spiel. Aber wir haben ja einige Dialoge mitbekommen, die ja darauf anspielen, was wir in God of War 5 erleben. Zumindest, dass wir halt gegen Odin kämpfen, irgendwann mal. Ja. Und dann halt auch irgendwie gucken müssen, was mit Ragnarok ist. Ist ja auch hier erwähnt worden in Teil 4. Und halt auch, ja, kann ich auch noch sagen, allgemein dieses ganze Gelevel, das Gefange, ich habe... Also dann, wo war? Ach ja, wir sprachen von Sutta dem Tapferen, dem Volk. Damals, als Ymir aus Ginnungagap hervorging, war es Sutta, der ihm folgte. Er kam aus Muspelheim, der Feuerwelt, und brachte Wärme in den jungfräulichen Kosmos, indem er aus seiner urzeitlichen Flamme die Sonne schuf. Aber kommen wir jetzt zu dem Feuerschwert, ja? Surtr der Tapfere schmiedete sein Feuerschwert zu einem einzigen Zweck, um Asgard niederzubrennen, wenn Ragnarök schließlich beginnt. Er ist dazu auserkoren, durch Thor oder Odin zu sterben. Doch dabei wird er den Schlag ausführen, der ihre Welt in Schutt und Asche legt. Und aus dieser Zerstörung kann die Welt neu gebaut werden. Bis dahin wartet er in Muspelheim, schläft niemals, sondern wächst seine Flammenklinge. Tapfere, edelmütige Sutta, der weiß, dass ihn nichts als sein Ende erwartet. All das, weil er sich dazu entschied, einem großen Kreislauf zu dienen, so viel größer als er selbst. Wenn du wahrhaft deine Bestimmung akzeptierst und die erforderliche Geduld und Opferbereitschaft aufbringst, wird dein Tag kommen. Wir machen später weiter. Naja, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass, wenn God of War 5 kommen sollte, dass man einiges besser macht, nicht so Open-World-Scheiß, sondern wirklich, reguläre Level macht. Halt, die linear aufbaut, bin ich der Meinung, und halt auch, von der Umsetzung her besser darstellt. So. Tempel gucken. Links. Rechts. Tempel, links, unten, rechts, Tempel. Komisch. Naja, nee, ich kann halt leider hier nicht nochmal die Truhe holen. Warum? Ich habe die Collectors Edition Edition nicht und da kann man das. Aber hier, in der Standard Edition, kann man das nicht. Das finde ich voll dumm. Total dumm, eigentlich. Aber naja. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kurzknackige Part. Würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lässt. Nicht nur gar nicht und nix, ey, so läuft das nicht. Meine, wofür mache ich denn die Parts, ja? Ihr guckt die nicht mal, dann werde ich deabonniert aus irgendwelchen Gründen. Bin ich euch zu langweilig? Bin ich unlustig? Bin ich, einfach nicht jemand, der unterhaltsam ist oder irgendwas? Ich verstehe es nicht. Und dann, ja... Wisst ihr, ihr fordert von mir, ich soll Star Wars machen, ich soll Borderlands machen, ich soll dies und das machen, aber so selber, wenn ich mal was mache, kommt von euch überhaupt nichts. Da kriegt ihr nicht mal den Arsch hoch, mal selber zu bewerten, ne? Ist doch so. Ja, und das finde ich, regt mich richtig hart auf. Aber naja, ich will nicht so rummeckern, das ist nur meine Meinung. Aber naja, ich weiß noch gar nicht, was ich so danach spielen werde, nach God of War 4. Wir haben es ja jetzt komplett durch. Wir haben alle Valkyren umgebracht. Wir haben die komplette Story erlebt.
alles gefarmt. Ich musste teilweise die Farm-Scheiße offscreen machen. Ging nicht anders. Ich wollte euch nicht stundenlang dran teilhaben, wie ich farme. Und das, nee, das finde ich, macht für mich kein Let's Play aus. Das macht dann eher eine Langeweile aus. Finde ich. Persönlich. Nichtsdestotrotz, ich höre es an dieser Stelle auf. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dann haut rein, bis dann und ciao Leute, macht's gut. Und noch eine Info, das wird erstmal die letzte Aufnahme von meinem Urlaub gewesen sein und dann, erst wenn ich aus meinem Urlaub zurück bin, gibt's weitere Parts. Also, haut rein, bis dann und